Moin Leute, Venoms wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Achtung, euer Account wird dauerhaft gelöscht. Bei wem das der Fall ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Wenn du neu bist, kurz ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Mach auf jeden Fall die Glocke an, dann verpasst du keine weiteren Videos. Wenn du Bock hast, ganz schon mal kurz gerne einen Like da lassen, würde mich extrem freuen. In dem Sinne können wir auch schon sofort anfangen. Wie jedes Mal wird kurz noch eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video kommentiert hat. Gruß geht raus an Max Gern und er hat geschrieben, Hashtag Gruß, machst die besten Videos. Also Max, vielen Dank für deinen Kommentar und Freunde, vielen Dank für den Stream gestern Nacht. Um 0 Uhr kam ja das neue GTA raus, das ihr auch gerade hier schon im Hintergrund ja eben als Gameplay sehen könnt. Es waren wirklich einfach nachts um 0 oder um 0.30 Uhr über 500 Zuschauer. Es kamen so viele Donations rein. Ich würde sagen, jeder von euch, der gestern im Stream am Start war oder den im Nachhinein gesehen hat, einmal Hashtag Stream hier in die Kommentare. Wie gesagt, vielen Dank für den kranken Stream gestern. Es wird natürlich nochmal ein Video zu GTA 5 Remastered kommen, zu den ganzen neuen Fahrzeugen, zu den neuen Lackierungen, die ihr auch hier schon sehen könnt. Aber jetzt erstmal hier kurz eine wichtige Warnung und wichtige Information für euch. Das neue GTA kam gestern Nacht um 0 Uhr raus für die neuen Konsolen, heißt für die PS5 und für die neue Xbox, sonst nicht. Ich denke mal, so gut wie fast jeder, der jetzt eben das neue GTA, also GTA Remastered auf den neuen Konsolen zockt, der hat auch davor schon auf den alten Konsolen GTA Online gezockt oder generell GTA. Somit wird er wahrscheinlich seinen Online-Charakter übertragen wollen. Ist logisch, habe ich auch gemacht, aber da gibt es eine wichtige Sache, die man erwähnen muss. Denn wenn ihr jetzt von der PS4 oder auch von der Xbox One oder sonst irgendwas euren GTA Online Charakter auf die neue Konsole, auf GTA Remastered mitnehmen wollt, dann hat das einen einzigen Nachteil und zwar, dass euer Account auf der alten Konsole gelöscht wird. Heißt, ich habe zum Beispiel meinen PS4 Account, meinen Charakter in GTA Online, den ich schon seit 5-6 Jahren habe, jetzt auf GTA Online Remastered übertragen auf die PS5. Das heißt, auf der alten Konsole, auf dem normalen GTA, aus dem alten GTA, ist der Account für immer gelöscht. Ich habe ihn also nur noch bei GTA Remastered auf der PS5. Heißt gleichzeitig auch, ich kann ab jetzt nicht mehr mit Leuten oder Freunden zocken, die eben die normale GTA Online Version, also die alte, noch haben. Somit jetzt die wichtige Info an euch, falls ihr vorhattet, euren GTA Online Charakter zu übertragen, überlegt euch gut, ob ihr das jetzt schon macht. Oder ob ihr das erst macht, wenn eure ganzen anderen Freunde auch schon das neue GTA Remastered besitzen. Denn ich denke mal, die meisten von euch werden mit den Freunden zusammen GTA Online zocken wollen. Und dafür müsst ihr aber dann eben alle GTA Remastered und eine der neuen Konsolen besitzen. Ansonsten geht das nicht, denn es ist kein Crossplay. Auf der alten Konsole, auf der PS4 oder auf dem alten GTA kann man nicht zusammen mit den Leuten zocken, die GTA Online Remastered haben. Ich habe direkt viele Nachrichten bekommen, yo Venom, wie machst du es jetzt in den Livestreams? Heißt das, wir können bei dir nur noch bei Tuning treffen und in Streams mitzocken, wenn wir eben eine PS5 oder das neue GTA haben? Nein, Freunde, heißt es nicht, denn ich werde mir wahrscheinlich nochmal Unlock All, also einen normalen neuen Account für das normale GTA holen, denn ich weiß, dass die Mehrzahl ungefähr, ja würde ich mal sagen, 70-80% von euch da draußen eben noch keine neue Konsole haben. Das heißt, die Livestreams, die wir immer sonntags machen, werden vermutlich weiterhin auf dem normalen GTA Online sozusagen stattfinden, dass ihr alle mitzocken könnt. Trotzdem, für alle, die es übertragen wollten, die wichtige Info nochmal, ihr müsst aufpassen, denn danach ist der Charakter eben auf der alten Konsole für immer gelöscht. Also überlegt euch gut. Wie ihr das Ganze dann übertragen könnt, kann ich hier kurz einblenden. Das ist eine Aufnahme von gestern aus dem Stream. Ihr müsst aber eigentlich gar nichts machen, außer eben auf der neuen Konsole, also auf der PS5, geht hier in GTA Remastered rein, auf Online, und dann werdet ihr direkt gefragt, ob ihr eben euren alten GTA Online Charakter, euren normalen Account übernehmen wollt. Das werdet ihr, wie gesagt, sofort gefragt, dann bestätigen, dann lädt es kurz und dann habt ihr alles. Also machen müsst ihr da wirklich eigentlich gar nichts. Dann würde ich sagen, kannst du mir gerne mal hier in die Kommentare schreiben, wie findest du bis jetzt das neue GTA? Wie findest du die Grafik? Wie findest du die neuen Autos? Die ganzen Lackierungen, die neuen Sachen, die eben reinkamen? Ab damit hier in die Kommentare, Videos dazu kommen auf jeden Fall noch. Ansonsten würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, kurz ein Like da lassen, abonnieren, die Glocke auf jeden Fall aktivieren. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao.